wo ihr unten in die Kommentare schreiben könnt, alles Gute zum Geburtstag, Jana. Hey Leute, was geht ab bei euch und willkommen hier zu einem weiteren UEFA Euro 2016 Sticker-Tütchen Unboxing von Panini. Da in der letzten Zeit sehr viele Trading Cards Booster hier auf meinem Kanal geunboxt wurden, habe ich mir gedacht, dass ich heute einfach mal wieder 10 Sticker-Tütchen öffne, der Euro 2016. Wir sind ja momentan im EM-Hype, deswegen habe ich mir gedacht, passt das. Auf jeden Fall habe ich heute auch eine kleine Bitte an euch, beziehungsweise jetzt vorweg geht natürlich wieder ein riesiges Dankeschön an Panini raus, die mir das Ganze heute zur Verfügung gestellt haben. Und die kleine Bitte an euch, nämlich die Jana, die habt ihr wahrscheinlich in meinen Vlogs gesehen, beziehungsweise auch in der Hashtag Boom-Zeitung. Sie hat heute Geburtstag. Alles, alles Gute an Jana. Und ihr draußen könnt jetzt einfach mal auf ihren Kanal gehen, beziehungsweise sie betreibt einen Kanal mit den Andi, der ebenfalls bei Panini arbeitet, also den Hashtag Boom Magazin Kanal. Ich kann jetzt hier mal ein Video einblenden, hier ungefähr im Video, beziehungsweise in meinem Video blende ich mal ein Video von Jana und Andi ein. Da könnt ihr einfach mal jetzt raufklicken und gelangt sofort zu dem Video, wo ihr unten in die Kommentare schreiben könnt, alles Gute zum Geburtstag, Jana. Das wäre mal richtig nice, wenn ihr das macht. Würde ich mich sehr drüber freuen, auf jeden Fall. Öffnen wir heute die 10 Sticker-Tütchen und gucken, was wir so drin haben. Wir fangen an mit dem ersten Tütchen und da bekommen wir gleich Robert Lewandowski, den wir in der ersten Woche ins Rennen geschickt haben beim Euro 2016 Booster Battle mit Ben Masterful um Top Trading Cards. Sehr nice, hier Robert Lewandowski. Weiter geht's mit einem Duo-Sticker von Wales, Ashley Williams und Ben Davis. Andy King ebenfalls von Wales. Shevchuk. Und zu guter Letzt Armando Sadiko von Albanien. Oh, Olivier Giroud, der Stoßstürmer der Franzosen. Gestern hat ja Frankreich-Schweiz gespielt, 0-0 ist es geendet, das Spiel. Und da hat Gignac gespielt, also Gignac gefällt mir jetzt nicht so. Da ist Giroud, denke ich mal, der deutlich bessere. Zu Galab von Polen, Selçuk Inan. Ukraine, Russland, Rotan und Alexandre Kerschakov. Weiter geht's mit Michy Batshuayi, ein junger belgischer Stürmer. Dann Jose Pivaric, Kroatien. Gareth Bale, die Legende. Kann man jetzt schon sagen, dass es eine Legende sein wird. Gareth Bale, der Topstar der Waliser. Natürlich unter Vertrag bei Real Madrid. Seine Karriere hat er als Außenverteidiger gestartet bei Tottenham in der Barclays Premier League. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Duo-Sticker der Türken, John Erkin und Selçuk İnan. Und dann haben wir hier quasi, ja, das Logo ist es jetzt zwar nicht, aber einer der ersten Sticker hier, Sticker Nummer 8, der Euro 2016. Und auch im nächsten Booster bekommen wir, oder im nächsten Stickertütchen bekommen wir einen Franzosen, Hugo Lloris. Der hält da hinten der, ja, das Tor sicher bei den Franzosen. Krychowiak. Dann Öland-Duo-Sticker, Randolph und Coleman. Sidorchuk. Und zu guter Letzt Berat Cimcity. Cimcity. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Kennen tue ich ihn nicht. Aber ich habe trotzdem mein Bestes gegeben. Adam Bogdan, der Keeper von Ungarn. Kroatien-Duo-Sticker. Josip Pivaric und Luka Modric. Özyakup von Türkei und Claudio Marchisio. Ich glaube, der ist sogar nicht dabei. Der ist verletzt kurz vor der EM. Wenn ich mich da richtig dran erinnere. Alexei Berezutski. Oh, da haben wir einen glänzenden Sticker drin. Da haben wir einen glänzenden Sticker drin. Sebastian Prödel. Luka Modric. Sam Wokes. Und Isländer Rurik Gislason. Und zu guter Letzt noch das Albanien-Logo. Natürlich haben wir hier wieder einen Online-Code drauf. Den könnt ihr einlösen. Den brauche ich nicht. Beziehungsweise eigentlich bräuchte ich ihn schon, weil ich in ein paar Tagen oder in der nächsten Woche, ich weiß es noch nicht, dazu ein Video machen will, wie man die Online-Codes einlösen kann, beziehungsweise was man da alles online machen kann. Da kann man ja auch virtuelle Packs öffnen. Adam Lenk oder Lang, Jakub Blaschikowski, Kuba, Volkan Babacan, der türkische
Nationalkeeper. Dann Duo-Sticker der Russen, Denisov und Kokorin und Markus Berg. Drei Tütchen haben wir noch, Leute. Und ja, bald kommt auch die Euro 2016 Verlosung bzw. Auflösung des Verlosungsvideos. Das denke ich mal, werde ich sogar gleich im Anschluss aufnehmen und dann wird es Dienstag oder Mittwoch spätestens online kommen. Also freut euch da drauf. Da gibt es ja 5 Gewinner. Damian und Bonucci, Halilovic, Coleman und Randolph, den hatten wir vorhin schon mal, Bonaventura und zuletzt Selesnyov. Und immer noch keinen Deutschen hier in den Stickertütchen. Komm, das ist unser Ziel, hier noch einen Deutschen zu ziehen. Florian Klein, England, Torjubel mit Henderson, Welbeck und Co. Weiter geht's mit James Chester, Island-Nationalspieler Johan Gudmundsen und zum zweiten Mal Gareth Bale, dieses Mal aber als In-Game-Sticker. Ja, 201. Die Stickernummer. Und wir kommen zum letzten Tütchen. Wir kommen zum letzten Tütchen. Zoltan Gera, Cedric, Semi Gaya, Duo-Sticker Portugal, Silva und Nani. Und zu guter Letzt bekommen wir nochmal einen Engländer, einen Innenverteidiger, der bei Manchester United unter Vertrag ist, Phil Jones. Und das war's, Leute. Das war's hier mit dem 10 Sticker-Tütchen-Unboxing der Euro 2016 von Panini. Wie gesagt, Leute, wünscht der Janar alles Gute zum Geburtstag. Unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link, beziehungsweise wenn ihr den Anfang des Videos gesehen habt, dann hättet ihr einfach raufklicken können und dann würdet ihr sofort zum Video gelangen. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut da rein. Tschüssikowski.